Recht herzlich willkommen zur 187. Folge von Simotrans. Ja, wir wollten eine neue Linie machen, die wir dann da mal hier loslegen. Zug, da und neue Linie und los geht's. Dann gehen wir mal von da unten anfangen, würde ich sagen. Beim Kindergarten starten wir. Das heißt, der fährt da lang. Der kommt da lang. Nimmt dann den Bahnhof und den Bahnhof. Und dann gehen wir nach da oben. Kriegt er den Bahnhof und dann noch hier in Waldeck den Bahnhof. Fährt dann zurück auf den Bahnhof. Dann darunter zu diesem Bahnhof. Dann weiter hier rüber. Den Bahnhof und dann nehmen wir noch den Bahnhof mit und danach geht es wieder zum Kindergarten. Das sollte jetzt das Passende sein. So, dann ist das geklärt. Linie steht. Brauche jetzt nur ein Fahrzeug, ne? War, glaube ich, auch richtig, dass wir das so gemacht haben. So, und dann ist der hier dran. Den können wir erstmal wegmachen. Und dann einen großen Zug drauf. Aber warte mal. Können. Ne, wir haben ja jetzt hier diese Züge, die fahren ja. Er fährt ja die ganze Zeit auf dem Gleis. Und die fahren auf dem Gleis. Das heißt, da kann keiner vorbei. Das wird ja noch spannend dann, oder? Die blockieren sich dann ja irgendwo. Das heißt, wir müssen definitiv da noch ein paar Gleise legen. Damit das irgendwie klappt. Das hatten wir 160, glaube ich, immer genommen hier, ne? Dann machen wir so. Und, ach, da geht ja nicht. Machen wir es dann dahin. Dahin. Gleich wird das sowieso irgendwo schief gehen. Da kreuzen die dann noch. Da, da ist schon. Und hier war ja auch genug zum Kreuzen. Naja. Gut. Dann das würde bedeuten, jetzt können die erstmal fahren. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt gucken, dass wir welchen Zug wir nehmen. Also, das können wir jetzt zumachen. Obwohl, können wir eigentlich auch nicht, ne? Müssen wir noch die Signale setzen. So, Passagierzüge. Wir sind, glaube ich, momentan mit denen hier unterwegs, ne? Haben hier noch was. Aber nicht das, was ich mir jetzt vorstelle gerade. Nach Kapazität sortieren wir mal gerade. Das sind 10 Passagiere. Das ist Post. Filter nach Passagiere, gut. Und Kapazität 190 Passagiere. X-Wagen. Und das hier ist ein X-Wagen. BX, ABX. €4,43 und diese hier, also eine Ecke billiger, ne? Aber gehen auch einige weniger rein, okay. Ja, das sind schon die größten und 140, okay. Die fahren aber auch nur 120, alles klar, dann sind wir da. Okay, wir werden 200, aber haben wir keine Gleise für. Da waren 160er. Ne, den wollen wir nicht. Wir wollen diesen nehmen.
Jetzt weiß ich gar nicht, welcher hier was ist. Der wird wohl dann X-Wagen, BXF ein Mittelwagen sein, oder wie sehe ich das? Tja. Das sind jetzt... Kann ich das hier oben sehen? 541. Reichlich, ne? Und jetzt brauchen wir noch Lok dafür. Die Buren 140, ne? Ja. Also sollte diese reichen. Und kommt auf Linie 90, die wir hier noch haben, nicht umbenannt. Vier-Städte-Express nennen wir das jetzt. So, dann kriegen wir hier den Vier-Städte-Express auch angeboten. Der ist es. Wir kopieren das einmal und starten das alles und hoffen, dass die dann irgendwie fahren. Der schiebt und der schiebt auch, war jetzt vielleicht nicht die Top-Idee, oder? Nochmal zum Depot, bitte. Geht das? Nochmal zum Depot. Das will ich nochmal ändern. Fällt mir so nicht. Ich möchte schon, dass der zieht. Ist angekommen. Nee, da war es nicht, da war es. Jetzt muss die Lok vorangestellt werden. So, und dann kann der starten. Und da ist vorangestellt, ja, passt, starten. So, der tuckert jetzt da lang. Da die Linie jetzt versorgt ist, bedeutet das auch, dass die anderen runter können, oder? Machen wir schnell den hier auf nicht laden. Das können wir machen, zumachen das Fenster. Und wenn der entladen hat, kann der Rest fahren. So, zum Depot. Und das ist weg, das Fenster. Und der kommt auch auf nicht laden. War da jetzt noch einer unterwegs irgendwo? Habe ich den übersehen? Wohl nicht, ne? Okay, der fährt weiter, dann fährt der auch weiter. Dann ist das hier schon geregelt. Der ist ins Depot gekommen. Das ist schon mal gut. Hier ist niemand. Da kommt einer. Der ist auf Nichtladen, der kann zum Depot fahren dann. Ich hoffe, der blockiert jetzt niemand anders gleich. Und der darf auch nicht laden. Und dann kann er auch zum Depot, wenn er da entladen hat. Passt. Jetzt kommt gleich bestimmt irgendein Blockierding. Nicht laden. Haben wir geschafft. Das kann zu. Und der kann zum Depot. War das schon der letzte auch hier? Dann? Jo, war er wohl, ne? So. Wie schnell ist er unterwegs? 120.
Den machen wir jetzt auch auf nicht laden. Der erste fährt da schon mal durch. Das ist schon mal gut. Und ich glaube, da oben sind kaum noch welche. Also vielleicht fährt da noch einer zurück. Der ist auch richtig unterwegs. Das heißt, die fahren jetzt alle rein. Haben wir irgendwo noch so ein Schweinetaxi rumfahren? Da ist noch einer. Okay, und der ist natürlich auf der falschen Seite, ne? Aber das ist nicht schlimm, weil er da gleich ausweicht und dann passt das, oder? Ich will nicht hoffen, dass die hier nicht gleich gegenüberstehen, ne? So, und dann müssen wir uns dann... Müssen wir uns um die Signale kümmern? Ja, ich wusste, dass das passiert. Wartet auf freie Strecke. Details ausmustern. Jetzt haben wir es frei. Er ist doch auch leer, ne? Ne, der hat noch Passagiere, okay. Dann darf er noch weiterfahren. Aber trotz alledem können wir das hier so machen. Das hätten wir da bei den anderen auch machen können, ne? Naja, jetzt ist egal. So. Können wir die alle runterschmeißen und alle weg. Keine Zahlen mehr dran, ne? Nein, ne? Ist hier noch irgendwo eine Zahl? Nein. Passt. Und dann machen wir gerade auf alle und da wieder auf Namen. Sonst haben wir das nachher auch geschafft, dass wir da, ne, ein Problem kriegen, weil wir nicht mehr wissen. Ich glaube, ist alles durch, ne? Ja, bestimmt. Depot ist leer. Außer der große, aber den haben wir ja auf Ausmustern gestellt, ne? Der sollte jetzt auch weg sein. So, das bedeutet, jetzt ist die andere Linie der anderen Züge, nicht Linie, die anderen Züge sind jetzt hier unterwegs, die beiden großen, und schaffen 500 Fahrgäste oder sowas durch die Gegend, ne? Ah, komm schon, da Mann. Ja, und er ist auch voll. Und der zweite ist auch voll. So, stellt sich noch die Frage, wie viel wir brauchen. Und vielleicht sollten wir die Signale nochmal setzen. Machen wir alle 15. Denke ich mal, ne? Und wie war das jetzt? So. Nicht. Jetzt muss ich noch mal gucken. Wenn ich jetzt das da hinsetze und das da hinsetze, macht da das richtig rum, ne? Genau. Also da. Und rein theoretisch dann bis hier unten, oder? Bis da. Hat er, ich habe nicht auf Ersetzen oder sowas geklickt hier, ne? Andere Signale entfernen. Ne, ist angeklickt. Dann sollte, hätte das richtig sein müssen, oder? Ne, ist gedrückt, das passt. So, das bedeutet, er macht die auch weg. Nochmal das Ganze bis nach da. Ich sehe nicht das zweite Signal. Hat er keins gemacht? Hm.
Ja, vielleicht klappt es nicht mehr, ne? Na, jetzt habe ich es verkehrt gemacht. Stopp. Nochmal das Ganze so und so. Irgendwas passt jetzt hier nicht. So. Nach 15 Feldern sollte ein Signal sein. Sehe ich aber jetzt nicht so wirklich. Und der nächste Zug, der wird gleich da schon das Problem haben, dass er da. Ja, da haben wir schon das Problem. Hat schon wieder gut geklappt, ne? Aber er fährt jetzt tatsächlich so rum. Oh. So, da. Machen wir mal bis da. Er hat das gesetzt, er hat das gesetzt. Und da steht wohl auch eins. Kriegen wir dann das dahin? Und bis dahin. Hat er jetzt einigermaßen gesetzt? Glaub schon, ne? So, dann schmeißen wir das nächste Mal. Irgendwo muss es ja dann passend sein, ne? Das würde bedeuten, von hier möchte ich bis da oben eins haben. So hat er gesetzt, oder? Ja. Können jetzt hier noch ans Ende, weil es geht nicht ganz auf mit der 15, aber wir können ja hier noch eins trotzdem hinsetzen, ne? So. Ja, geht doch einigermaßen, oder? So, und dann. Eigentlich müsste man da starten. Und dann hier unten lang gehen. Bis dahin. Ach, ich weiß, was der macht. Der geht jetzt hier über die Weiche und nimmt den kürzesten Weg, kann da sein. Ah, wird wohl wahrscheinlich so sein. Und dann kann er irgendwo nicht mehr fahren gleich, ne? Also hier bis nach da. Ja. Machen wir mal besser, das hier ist weg. Dann klappt das nachher auch auf jeden Fall. Dann kennt er nämlich keine Wege dazwischen und dann können wir das auch ganz einfach lösen. So, hier muss bleiben wegen Dingens, sag schon. Wegen Depot. Und da oben haben wir noch mal zwei, die wir wegmachen. Da auch. Das muss bleiben. Aber hier oben hat er auch eigentlich schon richtig gemacht, oder? Ja. Gut, dann nochmal Signal aufrufen. Dann Steuerung drücken.
Und dann sollte das jetzt passend funktionieren bis da unten hin. Bis hier machen wir mal. Jetzt weiß ich nicht, ob er es gesetzt hat, weil ich nicht ein Ding ins Signal gesehen habe. So. So, bis da mache ich jetzt mal. Geh mal höher. Ich weiß jetzt nicht, ob es geklappt hat. Aber könnte auf jeden Fall sein, weil die Signale jetzt doch da irgendwo stehen. Ohne Route. Hier unten hat es doch nicht geklappt. Starten. Beenden. Er ist das ohne Router und er hat immer noch keine Router. Irgendwo muss hier was falsch sein. Ne, das wollte ich nicht. Das Signal nochmal. Irgendwas klappt hier nicht. Das. Runter. Bis da. Irgendwie ist es gerade nicht das, was ich mir vorstelle. Ohne Route. Was mit diesem Signal da? Ja, irgendwas mache ich gerade falsch. Also er müsste, könnte jetzt schon fahren, kommt gleich bestimmt von alleine. Ich kann es aber auch jetzt hier gerade steuern. Ach, ohne Route würde ja nicht nur das nächste Teil, sondern noch weiter hier. Nee. Nee, jetzt bin ich hier falsch. Irgendwie haben wir da was falsch gemacht. Wo steht der da, ne? Ja. Hier ist alles gut. Jetzt fahren sie auf jeden Fall wieder. Gucken, dass wir die Signale jetzt mal richtig hier hinstellen. Das hier ist noch verkehrt.
Jetzt müssen wir es händisch machen, weil wir da irgendwas verkehrt gemacht haben. Aber ist jetzt auch egal. Hier ist es auch so. Dieser Automatismus ist für mich manchmal ein Rätsel. Hier sieht alles gut aus. Ja. Da war ja nichts, oder? Doch, das erste war da. Passt schon. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Ich glaube, jetzt dürften sie fahren. 101 Fahrgast, 541 Fahrgäste. Das ist durch. Das können wir schließen, das können wir schließen. So. Wo ist er? Ach so, er ist da und er wartet da gerade drauf. Ne? Genau so sieht's aus. Okay, passt erstmal. Aber ja, gefällt mir jetzt nicht da an der Stelle so, wegen dem einen Signal, was da fehlt. So. 69 Passagiere und 541. So. Lassen wir erstmal fahren. Die fahren ja richtig plus ein. Müssen wir in der nächsten Folge weiter gucken, wie wir das dann weiter organisieren. Ja, was mir gerade einfällt, ich glaube, der Pumuckl war das wieder, der geschrieben hat, ich sollte mal irgendwo die Firmenzentrale aufbauen, weil die doch ganz viele Fahrgäste bringt. Müssen wir dann auch in der nächsten Folge machen. Kriegen wir bestimmt auch hin. Da müssen wir nur wissen, welchen Standort wir nehmen, wo wir das dann hinstellen. Ne? Das wäre dann noch eine Frage der Liste, ob wir irgendeine Stadt fördern wollen. Ne, Markierung ist falsch. Stadtförderung. Fabriken nicht. Touristenziele nicht. Stadtliste. Sortiert nach Einwohner. Ist dann die Frage, ob wir das zum Beispiel in einer kleinen Stadt machen wollen, die dann wächst, oder ja, woandersen. Hardexen. Ja, wäre vielleicht interessant, wenn die wachsen würde, zum Beispiel hier oben was, ne? Müsste man dann nochmal schauen. Ja, kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an. Dann kriegt ihr eine Info, wenn ich das nächste Video hochlade, und Kommentare wie immer herzlich willkommen. Ja, und dann schauen wir mal weiter, wie es so läuft, ne? Bis dann. Tschüss.